Die Religionen sind nichts als Einbildung. Es ist nichts Wahres daran. Dieser mutige Satz stammt von einer unerschrockenen Frau des 17. Jahrhunderts, Ninon de L'Enclos, eigentlich Anne de L'Enclos. Sie war die Tochter eines französischen Kleinadligen. Sie wurde 1620 in der Nähe von Paris geboren und starb 1705 bei Paris. Im Zuge ihres 85 Jahre währenden Lebens hat sie viele Persönlichkeiten im intellektuellen Umkreis in Frankreich beeinflusst, Künstler, Literaten wie Molière, Jean de La Fontaine, den jungen Arouet, der später unter dem Namen Voltaire weltberühmt wurde. Aber sie hatte auch Korrespondenz mit gekrönten Häuptern ihrer Zeit, mit Königin Christina von Schweden, an deren Hof der Zeitgenosse René Descartes den Erfrierungstod fand, und mit Madame de Montespan, der zweiten Gattin von Ludwig XIV., dem Sonnenkönig, und auch mit Madame de Sévigné, mit deren Sohn, Marquis de Sévigné, sie in einem Briefwechsel stand. Ninon de L'Enclos war Zeit ihres Lebens, teils durch ihre Stellung als Adlige, teils durch ihren Esprit, wie man seinerzeit sagte, durch ihren philosophischen Geist und ihre unabhängige Intellektualität, in Kontakt mit den Persönlichkeiten, die das 17. Jahrhundert in Frankreich und in Europa ideengeschichtlich prägten. Doch sie war nicht nur als Salondame eine Gastgeberin, die eine Plattform für sich entwickelnde Talente bot, sondern sie war auch selbst eine Literatin, eine Schriftstellerin und eine Philosophin. Denn selbst wenn sie, wie sie einmal sagte, nicht fleißig genug war, um ein philosophisches System zu hinterlassen, denn bei aller Selbstkritik hat sie auch erkannt, dass sie keine akademische Philosophin war, in dem Sinn, dass sie Traktate und Abhandlungen geschrieben hätte, wie René Descartes oder Blaise Pascal, sondern sie vervollständigte ihre philosophische Bildung durch autodidaktisches Studium von antiken Autoren, insbesondere von Epikur von Samos. Sie bezeichnet sich auch als Epikureerin. Und sie lebte ihr Philosophieren durch Briefwechsel aus, ja, durch eine gebildete Korrespondenz mit verschiedenen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Und diese Art, durch Briefe das intellektuelle Leben zu befruchten, war typisch für das 17. Jahrhundert und sollte auch noch für das 18. Jahrhundert typisch sein, wo ja später auch der Briefroman eine eigene literarische Gattung wird. Ja. Zu Ninons Zeiten war der Brief als bevorzugtes und seinerzeit auch einziges unmittelbares Korrespondenzmittel. Es war eine Zeit vor E-Mail, vor Fernsehen, vor Internet. Natürlich auch das geeignete Medium, um Gedanken zu transportieren und auch um Gedanken im wechselseitigen Dialog zu entwickeln. Und ein solcher dialogischer Briefwechsel ist uns übermittelt zwischen dem jungen Marquis de Sévigné, dem Sohn der Madame de Sévigné, und Ninon de L'Enclos. Historiker gehen davon aus, dass dieser Briefwechsel aufgrund einiger deutlicher zeitgeschichtlicher und systematischer Kriterien, auch psychogrammatischer Kriterien, weil sie sehr deutlich auf die Person von Ninon de L'Enclos hinweisen, wahrscheinlich echt ist, dass es sich um einen authentischen Briefwechsel handelt. Denn nicht nur sind die zeitgeschichtlichen Fakten und Personen übereinstimmend mit dem, was im 17. Jahrhundert im Umkreis von Ninon de L'Enclos Salon tatsächlich passierte, sondern auch die Art und Weise, wie Ninon selbst sich in diesem Briefwechsel schildert, stimmt mit dem überein, was zahlreiche Zeitgenossen über den Charakter und das Werk von Ninon unabhängig voneinander geäußert haben. Also man kann davon ausgehen, dass dieser Briefwechsel echt ist. Von vielen anderen Briefwechseln, die angeblich der Ninon zugeschrieben werden, kann man das nicht mit so großer Deutlichkeit sagen. Also da gibt es immer eine Authentizitätsdebatte. Doch kommen wir auf diesen Briefwechsel zurück.
Nénor de L'Enclos und Marquis de Sévigné. Was sind das für Persönlichkeiten und worum geht es eigentlich in der Philosophie, die hier entwickelt wird? Die Persönlichkeiten, die Dramatis Personae sozusagen, sind klar. Sie ist eine Salondame, eine Adlige mit unabhängigen Mitteln, die Künstler und Philosophen fördert. Ja? Insofern unterscheidet sie sich nicht von den Mäzenen des Altertums, denn schon die Antike hatte mit der Mäzenatenkultur eine Fusion von Kapital und Kunst gebracht. Neu ist ab dem 17. Jahrhundert, dass auch die Frauen sich als Mäzene begreifen. Denn wenn wir im Altertum zurückgehen zu der damaligen Mäzenatenszene, sehen wir ausschließlich Männer aus dem Bereich der Hochfinanz, der Wirtschaft und im Römischen Reich, im Imperium auch aus dem Militär, ja, die Gelder aus militärischen Interventionen rückfließen lassen in die Förderung von Kunst und Wissenschaft. Im 17. Jahrhundert hat sich die Szenerie gewandelt. Wir sehen hier eine Aristokratie, insbesondere in Frankreich, die sich als Mäzen der Kunst und der Wissenschaft und der Philosophie, auch mit Abstrichen der Religionen, begreift, die voraufgeklärt ist, aber dennoch mitunter schon skeptizistisch. Und wir sehen, dass die Frauen dieser privilegierten Gesellschaftsschicht ein neues Selbstbewusstsein haben. Sie sehen sich selbst als Mäzeninnen. Und hier kommt noch etwas hinzu. Das Kapital alleine begünstigt dieses Selbstverständnis nicht, ja? Sondern es ist auch der Kult der sogenannten hohen Minne im Mittelalter, der im 17. Jahrhundert natürlich schon ideengeschichtlich keine Rolle mehr spielte, der aber über Generationen hinweg das Selbstverständnis der sogenannten Salonnières, der Salondamen, der inspirierenden Geister für Philosophie und Kunst mitgeprägt hat. Denn im Mittelalter hatte man mit dem Minnekult, mit der sogenannten hohen Minne, die motivische Vorstellung einer intellektuell und sozial hochstehenden Frau, meist war das eine verheiratete Frau aus dem Adel, die verehrt wurde in einer platonischen Weise, diese Liebe war nie körperlich, und der zu Ehren Leistungen erbracht wurden. Junge Männer wetteiferten teils sportlich im Turnierkampf, wie wir das aus Schilderungen des Mittelalters kennen, wie es aber auch der damaligen Realität tatsächlich entsprach, teils aber auch durch intellektuelle Leistungen, ja, durch Gedichte, durch philosophische Abhandlungen, durch Musik und dergleichen. Und diese inspirierende Rolle der Frau, nicht als Individuum, sondern als Repräsentantin dessen, was Goethe später im Faust das ewig Weibliche, das uns hinanzieht, nennen sollte. Diese Rolle, die ursprünglich aus der Hyperdulie der Frau im Madonnenkult, in der christlichen Glaubenswelt entstanden ist und dann ein diesseitiges Spiegelbild fand im Minnekult, das ist etwas, was zusätzlich zum Kapital des Mäzenatentums in der Rolle der Salondame mit hinzukommt, ja, in diese Rolle hinzukommt. Und so versteht sich Nénor de L'Enclos im 17. Jahrhundert und so verstehen sich tatsächlich auch noch die späteren Salondamen in den gelehrten Zirkeln in Wien und Paris und Berlin bis ins 20. Jahrhundert. Ja. Sie sehen sich als die inspirierende, impulsgebende Quelle für die geistige Tätigkeit der Menschheit. Ja. Und dieses sehr hohe Selbstverständnis ist, wenn wir nun exemplarisch auf Nénor de L'Enclos zu sprechen kommen, schon etwas sehr Modernes. Sie ist ja eine Atheistin und eine Epikuräerin. Sie ist der diesseitigen Philosophie des Epikurs, der eine Orientierung über die Sinne und das Ziel der Glückseligkeit im Leben anstrebt, sehr zugewandt. Und mit dieser Einstellung denkt sie dem 17. Jahrhundert in vieler Hinsicht ideengeschichtlich völlig gegen den Trend. Ja, denn zu ihrer Zeit gab es eine Spaltung in der Gesellschaft. Einerseits die höfische Kultur, die eine Eventkultur war, eine Kultur der Verschwendung, eine Kultur des Lebens. Andererseits gab es bereits asketisch-christliche Bestrebungen in Frankreich, insbesondere den sogenannten Jansenismus,
in England unter Oliver Cromwell die Puritaner, ja, den Puritanismus. Und diese asketischen Bestrebungen, Jansenismus oder Puritanismus, waren teilweise so extrem, so fanatisch, dass der Körper abgelehnt wurde oder jede auch noch so harmlose Freude an Kunst und Natur als Sünde gebrandmarkt wurde. Und diese ideengeschichtliche Strömung, mit der sich sehr viele Intellektuelle identifiziert haben, war für Ninon ein Dorn im Auge. Das war für sie eine Unnatur. Sie begriff den Menschen modern als eine Art Maschine. Etwas, was ihr Landsmann Julien Offray de la Mettrie etliche Jahrzehnte später am Hof von Friedrich dem Großen in Potsdam auch weiterentwickeln sollte als Idee. Ja? De la Mettrie hat den Roman geschrieben oder die philosophische Abhandlung in Romanform L'homme machine, also der Mensch als Maschine. Und diese Vorstellung des Menschen als einem ausgeklügelten, bewegten Organismus, der einer Maschine gleicht, also modern ein Biocomputer, diese Vorstellung war im 17. Jahrhundert schon ansatzweise vorhanden und wird unter anderem von Ninon de L'Enclos vertreten. Und wo wird diese Vorstellung vertreten? Hier kommen wir auf den Briefwechsel mit dem Marquis de Sévigné zurück. Der Marquis ist ein junger Mann, der an der Schwelle des Erwachsenenalters steht. Und wie es damals üblich war, wurde er in die sogenannte Gesellschaft eingeführt, also in das feine Leben am Hof. Dort gab es natürlich viel Korruption, viel Dekadenz, aber was für einen Freigeist wie Ninon noch viel entscheidender war, sehr viel Unnatur. Ja. Der junge Marquis de Sévigné hat romantische Vorstellungen von der Liebe. Ninon de L'Enclos hat eine sehr abgeklärte, nüchterne, positivistische Auffassung von Menschen. Sie sagt wörtlich, die Liebe ist ein natürliches Bedürfnis, das wie der Durst gelebt werden soll. Man hat von der Liebe die meiste Freude, wenn man sie nicht als eine ernste Angelegenheit auffasst. Ja. Andere Vorstellungen geißelt sie als, Zitat, Komödiantenmoral. Sie bezeichnet Menschen, die ein problematisches Verhältnis zu ihrem Körper haben, als Jansenisten der Liebe. Sie bezeichnet die Brüden, die Asketischen, die Frömmlerischen, als Menschen, die an der Natur und damit am Leben, denn das Leben ist für sie Natur, vorbei existieren. Und sie sieht, und da ist sie als eine der ersten Philosophinnen auf einem ganz einsamen Weg, der erst im 20. Jahrhundert zu einem breiteren Weg, zu einer breiteren Straße werden sollte, auf der schließlich dann auch Simone de Beauvoir mit ihren Gedanken vertreten sein wird. Ninon sieht als eine der ersten die Rollen von Mann und Frau als ein gesellschaftliches Dressat, als einen Dressurakt, nicht als etwas Naturgegebenes, denn die Natur, wie Ninon sie versteht, gibt keine gesellschaftlichen Konventionen her. Und auch nicht als etwas Gottgegebenes, denn sie ist Atheistin. Sie lehnt das Konzept Gottes Schöpfung grundsätzlich ab. Sie sieht die Rollen von Mann und Frau in der Gesellschaft als Ergebnisse eines Lernprozesses, der mit dem 0. Lebensjahr beginnt. Und damit ist sie überraschend modern, denn genau das sah nicht nur Simone de Beauvoir mit ihrem berühmten Satz On n'est pas né femme, man wird nicht als Frau geboren, man wird auch nicht als Mann geboren, Ergänzung, sondern sie ist auch auf einer Stufe mit dem, was moderne Entwicklungspsychologie und Soziologie über die Einübung von gesellschaftlichen Rollen erforschen. Ja? Hier wie dort geht es darum, dass es gesellschaftliche Dressurakte sind. Ninon sagte bereits im 17. Jahrhundert, man wird zum Mann oder zur Frau ausgebildet, wie man zum Landwirt oder zur Schneiderin ausgebildet wird. Das ist nicht unsere Identität, sagt sie. Das sind Rollen, Rollenkonzepte, die uns aufoktroyiert werden und die wir mehr oder minder gut beherrschen. Und hier zeigt sich die Epikuräerin Ninon de L'Enclos noch sehr viel stärker als in ihren positivistisch-empirischen Äußerungen über die Natur der Liebe. Ninon de L'Enclos versteht als eine der ersten Philosophinnen, dass zwischen gesellschaftlicher Rolle und Ich-Identität ein großer Unterschied ist, dass hier eine Kluft aufgeht, die man verstehen muss und dass sehr viele Probleme, würden wir heute sagen, Besorgnisse, hat man seinerzeit gesagt, daher stammen, dass wir zwischen Rollenkonstrukt,
und Identität nicht unterscheiden. Für Ninon ist es ganz klar, dass der Mensch umso glücklicher wird, je schlauer er seine Rollen und seine Dressurakte durchschaut und je mehr er sich innerlich davon befreit. Ja? Sie ruft nicht zu einer Rebellion auf, auch nicht zu einer Revolte, sondern sie weist darauf hin, dass man die Rollen lernen und agieren kann, aber niemals vergessen sollte, dass es eben Rollen sind, aufgezwungene Konstrukte, derer man sich bedienen kann, um Vorteile zu erzielen, dass es aber niemals die menschliche Identität ist. Für sie hängt das Glück davon ab, wie weit man sich innerlich unabhängig macht vom Rollendressat. Und das, meine Damen und Herren, ist ein absolut moderner, zeitgenössischer Gedanke. Sie war ihrer Zeit voraus, in vieler Hinsicht. Ja, als Atheistin, als Epikureerin, als eine völlig unerschrockene Denkerin, die jegliche romantische, irrationale, verschleiernde Aussage kritisch und analytisch auf den Substanzpunkt zurückführte, die nachhakte, was steckt hinter der poetischen Rede? Gibt es ein Argument hierfür? Oftmals war das nicht der Fall. Sie war eine sehr, sehr starke Kritikerin zeitgenössischer Phrasen, die keinen substanziellen Wert hatten, sowohl im Gesellschaftsleben als auch in der Politik als auch in der Religion, wo sie sehr viele Ansatzpunkte fand für ihre Einstellung. Zugleich geißelt sie aber auch ihr eigenes Geschlecht, wenngleich sie schon die gesellschaftlichen Rollen durchschaut hat. Sie sagt an einer Stelle, das größte Elend der Frauen ist, dass sie sich zu wenig mit ernsthaften Angelegenheiten beschäftigen. Vielleicht ist es eine Herausforderung des 21. Jahrhunderts, wieder mehr Frauen zu fördern, die sich mit ernsthaften Angelegenheiten beschäftigen können. Denn, dass wir plötzlich Rollendressate haben, die aufbrechen, die nicht mehr stimmig sind, das ist kein Phänomen des 17. Jahrhunderts. Dass wir plötzlich wieder asketisch-religiöse Bestrebungen haben, die das Gesellschaftsleben dominieren wollen, das ist kein Phänomen des 17. Jahrhunderts. Und dass wir eine Gesellschaftskultur haben, in der Rollen die Identitäten unterdrücken und dominieren wollen, auch das ist nicht 17. Jahrhundert. Wir sehen sehr viele der zeitgeschichtlichen Probleme, die Ninon kritisch analysiert hat, in unserer Gegenwart in einer neuen Verpackung, in einem neuen Umfeld. Und vielleicht schaffen wir im 21. Jahrhundert den Sprung in die bewusste Unterscheidung zwischen Ich und Dressat. Und vielleicht finden wir auch mehr begabte Frauen, die ihre Rolle selbstbestimmt leben wollen.